sind wieder in diesem Panel, gehen auf externer Pfad, Einbauteile und haben hier drei Legenden zur Verfügung. Einmal für Einbauteile, nur für Montageteile oder nur für Platzhalter. Wir kopieren uns das Ganze, gehen auf. Ja, grüßt euch. Bevor ich lang ein Handbuch schreibe, zeige ich euch einfach dieses komplexe Vorgehen, wie ihr diese Legenden in euer Allplan bekommt und vielleicht noch in einer Allplan-Version, die nicht die 24 entspricht. Wenn ihr das runtergeladen habt, dann sind die nur für die Allplan-Version 24. Ihr habt das Ganze entzippt und wir wollen das jetzt in die 23 rüberbringen. Ich lösche das mal hier alles raus, dass der Ordner leer ist. Ihr habt hier zwei DOI-Dateien. Die eine, die regelt sozusagen die Ordner und die Namen, und die zweite, die regelt, was welche Dateien in dem Ordner 1 zum Beispiel jetzt enthalten sind in dem Fall. Ich kopiere mir das Ganze in einen Ordner, den nenne ich Allplan 23. Dann gehe ich in mein Altmenü 23 in dem Fall, wenn ihr natürlich das ins 19 oder so übertragen wollt, selbe Spielchen. Dann gehen wir hier auf Datei, Daten in die aktuelle Version konvertieren. Jetzt suchen wir uns den Ordner raus, in dem Fall ist es sogar schon richtig eingestellt. Und ich klicke einmal auf OK, dann ja. Und dann wird da sowas durchgespielt und dann heißt es OK, dann sind da hier solche Dateien mit angefügt worden. Theoretisch könnt ihr den ganzen Zeug hier oben löschen, das ist gar nicht relevant, sondern es geht immer noch um diese zwei Dateien. Und dann geht ihr in euer Allplan 23, ihr öffnet das einmal, wahrscheinlich liefere ich euch jetzt die Allplan 23 Daten jetzt gleich mit, weil ich schon da gehabt habe, die älteren Versionen habe ich bloß auf einem anderen Rechner und ja, das könnt ihr euch dann selber einführen. Jetzt machen wir das Ganze in Allplan 23, wir updaten das jetzt nicht. Ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Legenden in euer System bekommt, in eurem Bürostandard, ohne dass ihr irgendwelche Sachen überschreiben müsst von eurem Bürostandard. Das wäre mir natürlich fatal. Stellt euch vor, ihr habt in der Legende 1, 2, 3 irgendwelche Auswertungen von Räumen oder sonst irgendwas und dann kommen meine Legende her und überspeichern das. Das wäre natürlich brutal. Also nichts hier kopieren in irgendwelche Explorer rein. Wir gehen schön in den Allplan rein und werden die Legenden verwalten. Dazu könnt ihr irgendein leeres Projekt öffnen. Machen wir mal so. Und Actionbar habe ich nicht aktiviert. Dann gehen wir halt hier rein und suchen hier Legenden. Einfach Plural eingeben. Enter und hier einmal anzeigen lassen. Legenden und okay. Jetzt haben wir dieses Panel hier. Wir gehen auf externer Pfad. Der könnte natürlich bei euch irgendwo liegen. Also gehen wir erstmal auf Datei Projekt Pilot und brechen das vorher ab. Oder Project Pilot oder kurz gesagt PP. Hier gehen wir drauf. Externer Pfad, Rechtsklick, externen Pfad auswählen und jetzt diesen Pfad auswählen, den wir gerade gehabt haben. Diesen Ordner, wo wir das Ganze gewandelt haben. Wir schließen das Ganze, gehen nochmal auf Legenden verwalten, sind wieder in diesem Panel, gehen auf externer Pfad, Einbauteile und haben hier drei Legenden zur Verfügung. Einmal für Einbauteile, nur für Montageteile oder nur für Platzhalter. Wir kopieren uns das Ganze, gehen auf Büro. Ich überspeichere das jetzt in den drei Ordnern. Ihr überspeichert es natürlich nicht, sucht einen freien Ordner aus. Wichtig ist, dass der Dateiname nur einmal vorkommen darf und auch hier die Namen auch nur einmal vorkommen dürfen. Ich mache jetzt das auf Ausführen, Ersetzen und habe das Ganze jetzt in meinem System. Damit ich das Ganze auch beweisen kann, gehe ich jetzt in mein Büro, baue ein paar Subparts ein. Hier. Machen wir mal ein paar Doppeldichtpackungen von Kraso. Dann machen wir noch. Jetzt haben wir keine Linieneinbauteile. Wurscht. Dann machen wir noch einen Kragplattenanschluss. Und den kopieren wir noch. Dann machen wir noch eine Durchstandsbewährung. Die stellen wir aber auf Platzhalter. Ohne Beschriftung. Die deaktivieren wir jetzt einfach auf die Schnelle. Schließen. Dann was machen wir noch? Die Klicks setzen wir noch mit ab, auch auf Platzhalter erstmal. Und Montageteile ist auch noch wichtig. Die installieren wir uns jetzt schnell. Gehe ich in meinen SMZ-Ordner. Wir haben die Montageteile 1. Die ziehen wir hier rein bei Drag and Drop. Und jetzt habe ich es ja schon installiert und jetzt kann ich ein paar Montageteile hier ablegen. Gut, jetzt probieren wir die Legenden aus.
auf Legende, die Funktion. Dann gehen wir in unseren Bürostandard. Und jetzt haben wir hier diese drei Auswahlmöglichkeiten. Assoziativ. Im 24er übrigens ist es so, dass die Legenden Teilbildzuordnungen bekommen. Hier sind die noch nicht vorhanden, aber 23 und abwärts. Das heißt, die Teilbilder, die ihr offen habt, die werden ausgewertet. Also ein bisschen aufpassen. Ich gehe jetzt auf die 1 und jetzt tue ich mal alles auswerten, was hier so gängig ist. Und wir sehen nur die Hersteller Kraus und Max Frank mit den richtigen Stückzahlen. Die Dübelleisten und die Klicks wurden nicht ausgewertet und die Montageteile auch nicht. Coole Sache, so soll es sein. Wir schauen, dass wir jetzt die Montageteile auswerten. Das heißt, das sind die Dinger hier oben. Wir haben Beilagscheiben gemacht. Scheiben, 5 Stück. Und wenn wir hier irgendwas kopieren, dann wird es auch addiert. Wunderbar. Und zu guter Letzt haben wir noch unsere Platzhalter. Haben wir einmal eine Dübelleiste und einmal einen Klick abgesetzt. Durchstandsbewährung haben wir hier. Betomax Pico, ein Stück, wunderbar, es funktioniert. So bekommt ihr eure Legenden in euer System. Like nicht vergessen, wenn es geht. Außer das Video ist euch so angehängt worden. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter.